So, weg mit dir. Außer wir müssen natürlich noch tiefer. Da ist Clay. Clay brauchen wir zurzeit, glaube ich, noch keinen. Wir brauchen jetzt erstmal Kupfer. Und ich sollte dran denken, meinen Weg irgendwie mit Torches auszuleuchten. Beziehungsweise wenigstens den Eingang hier. So. So. Dass ich den immer wieder finde. So. So. Und da sind meine Fackeln alle. Bauen wir doch gleich mal neue. So, 20 Stück dürften erstmal reichen. So, Fackeln. Also, wie gesagt, hier wäre Clay. Dann leuchten wir mal hier noch weiter aus. Und so sehen wir langsam hier unten ein bisschen klarer. Da geht es zum Beispiel, glaube ich, weiter, wenn ich da richtig sehe. Nee, da ist nur, nee, da ist wirklich kein Boden. Aber da will ich mich jetzt nicht lang graben. Ich will erstmal hier durch. Kann sein, dass ich noch eine Ebene tiefer muss, um Erze zu finden. Okay, wieder eine neue Picke. So. Und dann bauen wir wirklich mal unter Buildings Materials eine Wooden Stair. So. Die geht nicht nach oben, sondern nach unten. So. Platzieren hier zur Sicherheit. Hacken uns hier nochmal durch. So. Und platzieren hier, damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. Ah, das war falsch. Na komm schon, ich will hier eine Fackel platzieren. Na gut, dann hauen wir den da noch weg. Achso, und wir können ja gar nicht im Ground Mode. So. Wooden Stair. Haben wir doch jetzt hier eingelassen, oder? Oder bin ich blind? Doch, die haben wir hier eingelassen gehabt. Und ich habe gerade, glaube ich, wieder die Fackel abgerissen, die ich aufgestellt habe. Ja, gut. So, so. Fackeln weg. Dann bauen wir halt nochmal Wooden Stairs. Gleich, wenn ich den Boden etwas. Ach nee, da habe ich sie platziert. Okay, eine Etage tiefer. So. Und vielleicht finden wir hier dann Block of Dirt, Block of Dirt, Block of Clay. Nö, kann sein, dass wir noch weiter runter müssen. Gerade eben stand da nämlich ein Tipp, was Kupfer angeht. Und wir haben wieder keine Picke mehr. Stone Pick. Zum Glück haben wir ja genug Holz und so weiter dabei. Wie viel haben wir denn noch? Naja, Loks haben wir und Stein können wir dann zur Not herstellen. So. Afternoon haben wir jetzt. Okay. So, stellen wir wieder eine Fackel auf, dass wir etwas weiter sehen können. Und buddeln dann wieder ein Feld frei, damit wir noch tiefer gehen können, um dann hoffentlich Kupfererz zu finden. So, Fackel.
Und meine Picke ist gleich wieder kaputt. Ja, und ich kann keine Steine mehr machen. Deswegen Crafting Components, Loose Stones. Ja, aus einem Block kann ich, zu einem Steinblock kann ich 10 kleine Steine machen. Und aus einem Holzlock 5 Sticks. So, das dürfte jetzt meine Reihe reichen. Tools sind Weapons, Stone Pick. Das ist die angeschlagene, die behalte ich mal hier. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn die angeschlagene kaputt geht, ob sie automatisch ersetzt wird. Nein, wird sie nicht. Wir müssen eine neue nehmen. So. Okay, buddeln wir uns ein bisschen hier durch. Und ja, da drüben haben wir ein Lair von Goblins. Zudem will ich mich nicht unbedingt buddeln. Weil, wie gesagt, in unserem jetzigen Zustand mit den paar Steinwerkzeugen, die wir haben, ohne Waffen, ohne nichts, hätte ich liebend gern erst einmal einen Bogen, damit wir wenigstens uns im Fernkampf verteidigen können. So. Gut. Das ist ausgeleuchtet. Block of Dirt, Block of Stone, noch mehr Stone. Immer noch kein Copper. Wow, und wir haben Hunger. Das hätte ich jetzt fast übersehen und wären wir fast gestorben. So, essen wir erstmal was. Gut. Okay, wir können an Hunger sterben, deswegen sollten wir demnächst doch mal wieder hochgucken. Tools and Weapons, Building Materials, Wooden Stairs. So, wieder in den Untergrundmodus wechseln und sie hier irgendwo platzieren. So, raus aus dem Untergrundmodus. Und dann die Stairs runter. Und wo landen wir? Nahe eines Goblin Camps. Mal wieder. Das umgeben ist von Stone Bricks. Okay. Gut, wir sind jetzt hier aber in Dirt. Also schaffen wir uns mal einen Weg frei. So. Machen Licht an. Da ist wieder Clay. Ich brauche aber kein Clay, ich brauche Kupfer. So. Block of Sand, Block of Stone. Da wäre schon mal Sand. Ja, Sand würde ich gerne mitnehmen. So. Weil Sand kann ich einschmelzen. So. Sand kann ich einschmelzen. So, und da geht es dann weiter mit Stone. Sand kann ich zu Glas einschmelzen. Und aus Glas kann ich dann ja irgendwann mein Town Center bauen. Und ich sollte daran denken, dass ich demnächst mal wieder hochgehe. Was sagt denn, es ist Dusk? Okay, Erschöpfung kommt auch langsam. Hm, wir brauchen wieder eine Stone Pick. So. So. Gut. Block of Stone. Also ja, Kupfer finden hat im Augenblick höchste Priorität. Und Fackeln setzen natürlich auch. So.
Fackeln gesetzt, Fackeln gesetzt. So, wir haben da ein Leer, aber kein Kupfer. Ja, Betzen, Convert extra Coins to Copper in the Inventory Screen. So, wir gehen jetzt einfach mal wieder raus hier. So. Okay, das leckt gerade ein bisschen. Stone Tools are lousy weapons. Ich möchte gern den Kupfertipp nochmal haben. So. Bei Kupfer haben wir bis jetzt in den Stein keins gefunden, nein. So, und es ist ziemlich dunkel geworden, aber wir haben ja zum Glück unser... Ah, hier sollte die Treppe auch ausleuchten, dass wir die im Dunkeln finden. So, Treppe. So, so. Gut, Treppe ist ausgeleuchtet. Die finden wir jetzt im Dunkeln. Dann bewegen wir uns jetzt langsam mal zurück zu unserem Lager vorsichtig. Gut. So. Und gucken mal in die Stone Smeltery. Wir könnten Clay Bricks machen. Wir können einen Glasblock machen, auf jeden Fall. Also, machen wir Glasblöcke aus dem Sand. Und aus den einem Glasblock können wir Glasbottles machen. So. Enchanting Table könnten wir hier machen mit Magical Sense. Nee. Was können wir hier machen? Hier können wir keine Workbenches machen. Nein. Ich bräuchte aber wirklich eine Woodworking Bench, genau. Woodworking Bench. Dafür bräuchte ich aber Copper. Crafting Things out of Wood. Crossbows, Bows, Wands, Staffs and Furniture. Right click to use. Genau, genau das bräuchte ich. Und dafür bräuchte ich eigentlich Copper Ingots, genau. Dafür bräuchte ich Copper Ohr. Aber wo ich Copper Ohr finde, keine Ahnung. Gut. Ich fälle jetzt mal mit meiner Steinaxt den Apfelbaum hier. Und den Apfelbaum hier, um erstmal ein bisschen Nahrung zu kommen. So. Gut, wir sind wieder voll. Und baue hier in der Nähe von meinem Gebiet die Tree Saplings wieder neu auf. So. Und ja, ich denke, es wird doch Zeit, mal einen Farmers Shop zu bauen. Okay, Workshops, Workbench, Copper, Tailoring, Gardening Bench, genau. So möchte ich die hinhaben, genau. Gardening Bench, was können wir machen? Tools, Weapons, nix. Armor natürlich auch nicht. Crafting, Mix, Misc. Building Decorations. Potted Pine. Kann auf Tables platziert werden, ja. Nein, danke. Potted Oak. Lily Seed. Cotton Seed. Carrot Seeds. Würden aus Karotten gewonnen werden. Also suchen wir bei Tageslicht Karotten, dass wir hier in unserem kleinen Lager ein paar Karotten anbauen können. Apple Tree Sapling.
Bottle of Water. Ah ja, Bottle of Water kriegen wir wahrscheinlich ganz leicht, indem wir hier die Wasserflasche nehmen. Erst einmal an unserem Bett vorbeikommen, hier zum Wasser gehen. Und genau, aufs Wasser klicken, haben wir Bottles of Water. Sehr schön. Und damit können wir aus Äpfeln neue Tree Saplings machen. Cotton Seeds, also ja, die ganzen Seeds gewinnen wie hier Corn Seed.